Hallo Leute und willkommen zurück hier bei dem Planer Landwirtschaft. Und wir sind ja mitten in der Phase, wo wir gerade wirklich viel zu tun haben. Wir haben hier gerade unsere zweite Ernte des Jahres, bevor wir dann Wintergerste machen. Und in der letzten Folge haben wir uns sogar einen Kuhstall geleistet. Und das lohnt sich richtig, wie man hier sieht. Die ersten Kälber sind dann auch bald soweit. Das heißt, wir können ja auch bald wieder in den Kalbfleischhandel einsteigen. Das ist zwar immer traurig, die armen kleinen Tierchen, aber ist ja nur ein Spiel. So, dann machen wir hier mal wieder weiter. Ja, Stroh ist immer schön. Wenn der Bug nicht wäre, wie gesagt, wenn ich die Aufnahme fertig habe, ich mache immer so eineinhalb Stunden Aufnahme, das heißt so fünf Folgen oder so. Und danach versuche ich dann das Stroh zu verkaufen. Weil dann ist es sowieso egal, dann muss ich das nicht während der Folge machen oder am Ende während einer Aufnahme. Dann muss ich das nicht dreimal rendern oder so, sondern reicht es einmal. Und dann versuche ich das Stroh immer loszuwerden, offscreen halt. Ist ja im Prinzip auch egal. So, guck mal hier, die Milch, die fließt in Strömen und das andere auch. Kalbfleisch fehlt noch ein bisschen was. Ansonsten haben wir hier ein richtig schön volles Lager. Das ist der Wahnsinn. Wenn wir die Wintergerste verkaufen würden, wäre das schon wieder eine Viertelmillion. Und wir sind auch schon Aushilfsarbeiter. Wir arbeiten uns so langsam mit der Kohle hier nach oben. So, richtig schön. Also wir haben richtig gut ins Spiel reingefunden. Ich denke mal, wir sind ja auch auf einem richtig guten Weg. So, Silos sind fertig. Das heißt, wir müssen mal eben kurz gucken. Mais. Mais und Roggen am besten. Machen wir hier nochmal Roggen. So, dann sollte da erstmal Platz sein. So. Ja, das sieht eigentlich alles sehr schön aus. Können wir nochmal auf den Fahrzeugmarkt schauen. Ist da irgendwas Interessantes? Nö. Nix für uns. So, hier können wir dann wieder pflügen, damit wir da auch bloß keine Probleme bekommen. Fangen wir auch wirklich sehr früh die... Na gut, wir haben jetzt mittlerweile 5 Flüge. Das sind 2 mehr als beim letzten Mal, als wir da echt Probleme hatten. So. Also wir kommen hier wirklich zu nichts, ne? Also nur am Klicken. Spulen ist gar nicht drin. Das ist ja schön, ist ja auch notwendig. Gut. So, wir können noch mal eben ganz kurz hier. So, und dann schauen wir mal kurz, ob es wieder irgendwelche tollen Angebote gibt. Silage. Stroh ist hier auch schon so weit oben. Milch, ja. Wintergerste, ja. Alles andere ist mir schon wieder ein bisschen zu billig. So, hat geklappt, sehr gut. Ja, guck mal hier, wie die Preise alle sinken. Wir hatten auch mal, da hatten wir wirklich überall irgendwie was, alles, fast alles bei 3 Euro mindestens pro Kilo, also... Da vielleicht bieten wir einfach derzeit ein bisschen zu viel an. So, Saatwettbereitung können wir hier natürlich dann auch wieder aussäen. Ja, und wir müssen zusehen, dass wir die Wintergerste so ein bisschen loswerden. Weil da wird eine ganze Menge dann kommen.
Die ist ja, steht ja derzeit eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich denke mal, da können wir mal in Kürze da mal beigehen. So, man kommt hier wirklich echt, das dauert so krass. Und zwischen den Zeiten, wo das dann wächst, ja, wobei mittlerweile wächst das alles so hintereinander, dass wir da nie Zeit haben. Aber wenn es dann so Winter ist und wir nichts auf den Feldern machen können, dann kann man mal ein bisschen spulen wieder. Dann werden zwar die Sachen zwischendurch repariert, aber das geht schon eher mit Spulen dann. So, aber solange es läuft, ist es ja auch alles wunderbar. So, bald können wir auch mal gucken, wie das mit wie viel Stroh noch draußen ist, aber ich glaube, es ist noch einiges. Dann können wir nämlich auch mal wieder ein bisschen Stroh verticken. So, dann würde ich auch noch mal ganz gerne auf den... Ja, machen wir hier noch mal eben ganz kurz... So, dann schauen wir eben noch mal ganz kurz auf den Kuhstall. Was macht der so? Oh, ist die Effizienz, also ist weniger geworden, ne? Ein Drittel nur noch von dem, was wir an Milch hier reinholen. Das heißt, wenn die aber wieder ihre Kälber bekommen, dann wird es wieder mehr. Und dann haben wir nebenbei dann natürlich auch noch ein bisschen Kalbfleisch, was wir dann nach und nach bekommen können. Denn das steht gerade relativ hoch im Kurs. Ja, das hier ist alles billig. Ich weiß noch, wie viel Kohle wir für die Sommergäste bekommen haben. Die ist ja jetzt für 1 Euro noch was. Das kann man völlig vergessen. So, gibt es hier noch irgendwas? Nö. Ja, können wir eigentlich nur warten. Und Felder bestellen. Ach, guck mal, jetzt ist die zweite. Genau, das ist hier die zweite Lage der Silage. Das heißt, wir haben hier eigentlich schon, kann man so sagen, viermal im Jahr was bewirtschaften können. Das ist schon krass. So, wie sieht es denn eigentlich mit dem Lager aus und dem Platz vor allem? Mais haben wir noch. Platz, Hafer ist ein bisschen knapp. Silage könnte man nochmal machen. Und Weizen kommt ja eh nichts mehr rein. Vielleicht noch einmal Silage. So ein kleines Silo. Da passt es gut hin. Und da müssen wir wirklich aufpassen, ne? Wir haben dann nichts mehr. Wir können dann nicht mehr großartig was bauen. Da muss man dann überlegen, wie man das macht. Ob man sich irgendwo drauf beschränkt. Weil die hier nehmen natürlich mehr Platz weg als so eine Silos, die man hier überall zwischen pflanzen kann. So. Gut. Nachwuchs. Ach, guck mal. Geht los. Das heißt, wir haben hier dann wahrscheinlich auch
wieder schöne Milchkühe, die wieder schön viel Milch produzieren. Das sehe ich immer gerne. So, gucken wir gerade mal in den Kuhstall rein. So, da sollten jetzt zwei aus der Reihe. Genau, das sind die, die jetzt Milch, also die jetzt gerade ihre Babys bekommen haben. Warum jetzt die hier gar nichts mehr geben, weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir dann halt wieder nachsamen, nachbesamen. Und die Jungtiere, ja, da warten wir jetzt natürlich, bis die ein bisschen größer sind. Und ab hier ungefähr schlachten wir die dann. So, Heu einsammeln, dann können wir hier nämlich auch wieder pflügen, damit wir das hier auch noch rechtzeitig dann fertig bekommen, bevor hier dann, so, jetzt muss ich gerade mal gucken, genau, bevor da der Boden so gefroren ist, dass wir da später dann Probleme bekommen. Krankheit, ja, da war was. Da muss man natürlich auch drauf achten. So, Saatbettbereitung. So, aber derzeit muss man auch sagen, sind die ganzen Arbeiter, die wir haben, ziemlich ausgelastet, also unausgelastet. Das wird sich gleich wieder ändern, wenn wir die Wintergäste bekommen. Aber so ist das nun mal, ne? Das sind halt, tja, die kriegen halt auch Geld, wenn sie nichts machen, aber wir brauchen sie halt. Und ich denke mal, die Gehälter, die sind unsere kleinste Sorge. So, jetzt möchte ich eben noch mal ganz kurz gucken, ob hier dann auch wirklich alles vernünftig am Laufen ist. Nicht, dass wir irgendwann mal eins vergessen haben und wo dann nichts mehr drauf passiert. Aber bisher ist wirklich überall. Ja, sieht gut aus. Ja, tatsächlich. Alles am Wachsen, sehr gut, so soll es sein. So, dann können wir eben mal ganz kurz hier einmal die Leute durchjubeln und ihre Maschinen zu reparieren. Muss ja auch gemacht werden. Na. Wollen es ja nicht übertreiben. Hier kann man schon mal beigehen. Oh, der Flug, der wird länger dauern. Da warten wir. So, dann haben wir in der einen großen schon mal alles durchrepariert. So, da müssen wir natürlich immer mal in den Kuhstall reingucken. Oh ja, jetzt sieht das auch wieder perfekt aus mit der Milch. Und sobald die ersten Jungtiere dann geschlachtet werden, wobei wir können ja mal kurz schauen, zwei sollten wir hier besamen, damit die ein bisschen mehr abgeben. Das heißt, wir können hier die ersten beiden mal schlachten. Ah, machen wir mal so. Dann haben wir da ein bisschen Puffer. Und dann werden die beiden nämlich besamt, damit die dann halt auch wieder ein bisschen mehr Milch geben. Jetzt haben wir ein bisschen Fleisch auf Lager. Vielleicht können wir das sogar schon verkaufen. Ah, nee, 749, das ist nichts, also gar nichts. Damit hätte man jetzt 1000 Euro, da kann man gar nichts mitmachen. Ich kann da ja mal kurz schauen. Oh, guck mal, hier haben wir noch einen großen Traktor. Den kaufe ich doch gleich mal. Und den können wir eigentlich einen kleinen dann verkaufen. Das ist ja schön, so günstig auch. So, verkaufen wir mal den hier, braucht man nicht. Und dann muss ich natürlich nochmal gucken, wie sieht denn der Wintergerstenpreis... Oh, scheiße, der Wintergerstenpreis ist wieder so gesunken.
Mist. Da habe ich, gepennt, den wollte ich eigentlich noch, das wollte ich eigentlich noch unter die Leute bringen. Ach Mist, na gut. So, noch irgendwas hier? Nee. So, dann machen wir nochmal kurz überschreiben. Und dann gucken wir nochmal in den Markt rein. Kalbsfleisch, ja, das fängt hier erst ab ein paar, ab einer Tonne eigentlich erst an. Stroh, 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 Roggen. Also die Preise sind derzeit wirklich total beschissen. Kann man nicht anders sagen. Wir haben hier zwar noch was laufen, was ein bisschen besser ist. Da kommt auch dann immer ein bisschen Kohle rein, aber man muss natürlich auch dafür sorgen, dass es wieder was Neues gibt. Na gut, wir machen hier auf jeden Fall jetzt erstmal wieder ein kurzes Päuschen. Nächste Folge geht's dann weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Hier bei Lehrer Let's Plays und der Planer Landwirtschaft. Ja, wenn euch das Let's Play gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Das dauert nur eine Sekunde und hilft mir wirklich sehr viel weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.